meine Damen und Herren, Phantasialand präsentiert Fata Morgana.
sky, you get by if you smile with your fear and sorrow. Smile and baby, tomorrow you'll find that life is still worthwhile. With gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you we'll be right back.
Phantasialand Dance Company, ladies and gentlemen. All right. Thank you, ladies. Merci. Hi, everybody. Guten Tag und willkommen zu Fata Morgana. Hat's Ihnen bisher gefallen? Das freut mich, aber jetzt geht's erst richtig los. Zunächst jedoch möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Jean Lemondo. Und wie heißen Sie? Der Name Lemondo kommt daher, mein Vater ist Italiener, meine Mutter ist Deutsche, daher der exotische Name Jean Lemondo. In Wirklichkeit heiße ich Johann Lehmann, klingt aber nicht so. Nein, nein, Scherz. Ich brauche Ihre Mithilfe. I need a volunteer. Io c'ho bisogno un assistente. Je besoin d'un assistant. In Deutsch, ich brauche eine Assistentin. Totenstill und alle schauten in die andere Richtung. Na gut, dann suche ich mir halt eine aus. Muss die richtige Größe haben. Wenn möglich hübsch sein. Ah nee, Sie sind ja Mann. Sie sitzen eigentlich ganz günstig. Darf ich Sie zu mir bitten? So, Sie dürfen applaudieren, die Dame hat Mut. Freund, Verlobter, Ehemann. Ehemann. Hallo Mann. Was dagegen, wenn ich die Frau verschwinden lasse? Ja, überhaupt nicht. So spontan habe ich das auch noch nicht gehört. Möchten Sie zum Abschied noch was sagen? Nein, jetzt nicht mehr. Bin ich jetzt hier in einen Ehestreit reingerutscht, oder wie? Es könnte aber auch ein längerer Abschied werden. Die Dame, die ich gestern habe verschwinden lassen, ist erst heute Morgen im Kölner Zoo wieder aufgetaucht. Im Tigergehege. Und jetzt ist sie ganz weg. Okay, möchten Sie was erleben? Ja, okay. Dann folgen Sie mir bitte meine Garderobe. Ein kleiner Versprecher, ich meine auf die Bühne natürlich. Hallo, wo wollen Sie denn hin? Er hat es aber eilig, in die Garderobe zu kommen. So, hier geht's lang. Vorsichtsstufe und wir sind schon da. So, zu meiner Rechten bitte. Darf ich Ihren Namen erfahren? Claudia. Claudia? Sehen Sie? Aber was gemeinsam, der Copperfield und ich. Jeder hat eine Claudia. Eine Sekunde, ich bin sofort zurück. Für die Herren mit hohem Blutdruck, bitte kurz mal wegschauen, denn jetzt stelle ich meine Assistentin Elisabeth aus Rio de Janeiro vor. Er hat ihren eigenen Fanclub hier. Er guckt ganz perplex hier unten. Die ist echt. Claudia, das für Sie. Schauen Sie sich mal dieses Kostüm an. Schauen Sie sich mal dieses Kostüm an. Dreh dich nochmal um. Bemerken Sie die fehlenden Stoffteilchen. Ja. Gut, davon haben wir ein Kostüm für Sie vorbereitet, das Sie jetzt gleich anziehen werden. Schadenfreude hier unten. Oder hätten Sie lieber Tor 1? Tor 1. Wir haben nur eins. Wissen Sie was? Probieren Sie es mal an, wenn es Ihnen gefällt, behalten Sie es. Hätten Sie was dagegen? Nein, Claudia, sowas tun wir nicht. Das ist ja viel zu groß. Sie sind nur zur Kontrolle hier. Einfach Ihren Namen da draufschreiben. Claudia. Wie Sie wollen, quer rüber. C. L. A. Den kennen Sie ja. Telefonnummer, Kontonummer. So, Claudia, das nehmen wir jetzt im Eck. Und dann binden Sie das bitte meiner Assistentin mit zwei Knoten um den Oberarm. Hier ist der Oberarm. Nein, der Oberarm. Ich erwähne es noch. Claudia, sind Sie nervös? Bisschen stärker. Sind Sie nervös? Ein wenig, ja. Brauchen Sie aber nicht. Mir kann gar nichts passieren. So, der ist für Sie. Sie nehmen bitte Platz und passen gut auf.
Je besser Sie aufpassen, desto weniger werden Sie sehen, hoffe ich. Und wir sehen uns gleich. Maestro, hit the tape. Claudia, schauen Sie mal das gleiche Tuch, Ihre Schrift, nichts und niemand ist ausgetauscht worden. Fragen Sie mich nicht, wie es geht, ich weiß auch nicht. Haben Sie irgendwas bemerkt? Nee, gar nicht. Gut, dann haben Sie den ersten Preis gewonnen. Ja, den Tiger können Sie klar abholen. Nein, ich habe was anderes für Sie. Ein kleines Souvenir, unser Alex, der ist für Sie. Macht 5 Mark. So, Sie können mal hier lang. Claudia! Unversehrt zurück. Ich möchte Ihnen einen Herrn vorstellen, der hat den Internationalen Artistenpreis des ZDF gewonnen. Bei der Artistenweltmeisterschaft in Paris hat er den 2. Platz belegt. Und viele von Ihnen kennen ihn aus der Serie Sterne des Südens. Für Sie, Patrick Lemoine. Are you ready? Good. Let's juggle. Dankeschön. Hi, mein Name ist Patrick Lemoine und ich werde Ihnen jetzt die hohe Kunst des Jonglierens demonstrieren. Dazu nehme ich diese 3 Bälle, werfe sie hinter meinen Rücken und fange sie aus der Luft. Und das nenne ich eine geile Eröffnung. So, die Herrschaften auf dieser Seite, merken sich bitte diesen Ball. Die Herrschaften auf dieser Seite merken sich bitte diesen Ball.
was immer Sie tun, verwechseln Sie nicht Ihren Ball mit deren Ball. Ich nehme jetzt Ihren Ball und werfe ihn über die beiden anderen. Ich sehe, Sie sind beeindruckt. Nun werfe ich die Bälle kreisförmig von der linken in die rechte Hand. Dreht man diesen Trick um, geht's da lang. Wenn beide Hände das Gleiche zur gleichen Zeit tun, sieht das so aus. Und das ist, wie Sie schon wissen, das genaue Gegenteil von diesem. Sie sehen verwirrt aus. Ich nehme wieder Ihren Ball. Sorry, falscher Ball. Ich nehme Ihren Ball und anstatt ihn zu werfen, werden wir ihn legen. Merken Sie den Unterschied zwischen legen und werfen und werfen und legen und legen und werfen? Oh mein Gott, ich habe den Ball lassen. Jetzt nehme ich jeden Ball und lege ihn rüber in die andere Hand. Kriegen Sie überhaupt noch was mit? Dies ist natürlich nur der halbe Trick. Wenn beide Hände wieder das Gleiche zur gleichen Zeit tun, sieht das so aus. Und das nenne ich... Und das nenne ich sehr gut. Die guten Sachen kommen noch. Nun nehme ich die Bälle und werfe sie so, dass auf jeder Seite einer rauf und runter geht. Und das auch in der Mitte. Dieser Trick heißt rauf und runter. Ich nehme jetzt den mittleren Ball raus. Ich sehe, das stört ein paar von Ihnen, also tue ich ihn wieder zurück. Wenn ich jetzt einen Ball aus diesem Trio entferne, habe ich logischerweise nur noch zwei Bälle in einer Hand. Zwei Bälle in einer Hand kann man auf verschiedene Art jonglieren. Man kann sie so jonglieren oder so jonglieren. Aber das hier macht wohl am meisten Spaß. Nein, Sie brauchen nicht zu applaudieren. Bei diesem Trick bekomme ich normalerweise eine stehende Ovation. Nun gehen wir eine Etage höher. Ich sehe, Sie glauben, das ist kein besonderer Trick. Ist okay. Bis jetzt sind Sie auch noch kein besonderes Publikum. Aber für Sie gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich sehe, Sie glauben, dies sei ein bemerkenswerter Trick. Stimmt. Aber noch bemerkenswerter ist, dass ein erwachsener Mensch wie ich nichts Besseres zu tun hat, als sich Hartgummibälle auf das Kleinhirn zu hauen. Und falls Ihnen mein Gerede auf die Nerven ging, zeige ich Ihnen alles nochmal mit Musik und Choreografie. Merci. Weißt du? We'll be right back.
Dankeschön. Haben Sie noch einen Moment Zeit? Gut, dann zeige ich Ihnen das auch noch. Ist auch gut. Maestro! Dankeschön. Nochmal Dankeschön. Zum Abschluss meiner Show etwas Klassik. Kennen Sie klassische Musik? Chuck Berry, Elvis Presley, The Beatles und last but not least Rossini. Von Rossini. Hat jemand Schnuller? Von Rossini, La Gatta Ladra. In Englisch, The Thieving Magpie. En français, La Pie Voleuse. In Deutsch, Die Diebische Elster. In Japanisch, Chantere Shinne Maska. Mein Name ist Patrick Lemoine. Maestro. Thank you.
Jean Le Mondo zeigt Ihnen jetzt seine Verwirklichung dieses ewigen Traums der Menschheit vom Fliegen.
Yeah.
Thank you.
habt ihr alles von mir gelernt. Hi everybody, guten Tag und willkommen zu unserer neuen Show Magic Moments. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen und Sie fühlen sich wohl bei uns. Ja, ich merke es an Ihrer Euphorie. Ja. Sie sitzen nicht vor dem Fernseher, das live. Hallo! Bin ich froh, dass Sie keine Fernbedienung dabei haben. Wir probieren das gleich nochmal. Herr Kapellmeister! Gebt doch, man fühlt sich gleich wohl. Für die Herrschaften, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Jean Le Mondo und ich freue mich, dass Sie da sind. Ich werde immer wieder gefragt, wie funktioniert so eine Illusion? Sie sind so ein nettes Publikum geworden. Ich werde es Ihnen hier und heute zeigen. Dazu brauche ich meine beiden Assistenten Olivier und Azad. Aufgesetzt? Nein, ja, noch nicht ganz. So, wir werden jetzt eine Illusion von hinten sehen. Wir werden unsere Geheimnisse preisgeben. Das heißt, Sie müssen hier auf die Bühne kommen, sich hinter uns aufstellen. Wir öffnen den Vorhang, da ist viel Platz. Hier ist eine Treppe, da ist eine Treppe mit zwei Reihen, kennen Sie von der Schule. Sprecht Sie überhaupt Deutsch? Gleich mal testen. Herr Beollers Publik hier. Hä? Was ist alles? Herr Beollers Publik hier. Hartelig willkommen in Beethoven an die Leute schlafen. On a les Belges, les Français. Ja, das ist ja wohl die ruhigste Show. In 700 Shows haben wir noch nie so ein Publikum erlebt. Das gibt's ja gar nicht. English people here. Welcome to the show. God save the Queen. Die leben wenigstens. Pari mai Paruski. Dobre vieche, mia zovut le mondo. Willkommenski. Können wir ein paar Deutsche hier? Ich habe mich getäuscht. Gut, Sie wollen nicht hier raufkommen, wir machen das anders. Wir drehen die Illusion einfach um. So, Sie müssen sich jetzt vorstellen, das Publikum sitzt auf dieser Seite, hinter diesem Vorhang, okay? Sie gibt es gar nicht. Jetzt brauche ich meine Assistentin Elisabeth. Naja, dafür kann sie gut kochen. Du versteckst dich bitte hinter diesem Würfel. Den Kopf etwas runternehmen, den kann man von den letzten Reihen aus sehen, die liegen etwas erhöht. Den Fuß auch darauf stellen, den kann man wiederum von der ersten Reihe da unten durchsehen. Und ich glaube, bitte? Ja, nimm den Kaugummi aus dem Mund. Wir sind in einer High-Class-Show. Jungs, seid ihr wenigstens bereit? Okay, hoffentlich haben wir ein volles Haus. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserer Show. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie ich eine einigermaßen unschuldige junge Dame aus einem leeren Würfel erscheinen lasse. Zunächst jedoch das Requisit. Sie sehen hier einen kleinen silbernen Würfel. Wir entfernen den Deckel. Und zum Vorschein kommt ein noch kleinerer Würfel, den meine beiden Assistenten vorsichtig herausheben werden, um ihn Ihnen zu zeigen. Mein Herr dort in der ersten Reihe, ich sehe ihn an, Sie glauben, meine einigermaßen unschuldige junge Assistentin verbirgt sich dort in diesem Würfel. Falsch, Sie sehen nichts. Sie umschließt den Würfel und lasst den Zauber beginnen. Meine beiden Assistenten werden jetzt vorsichtig diesen kleinen goldenen Würfel zurück in den silbernen platzieren, wo Sie ihn vorher entnommen haben. Jungs, an die Riemen. Und hoch damit. Glaubt ihr nicht? Strengt euch an. Also. Sehr gut macht ihr das. Langsam absetzen. Also, wir verschließen den silbernen Würfel und nun das große Finale der Illusion. Sie decken sich irgendeinen Zauberspruch aus, welchen das spielt keine Rolle, das liegt an Ihrem IQ.
Ich bleibe bei Abracadabra und hier ist meine Assistentin Elisabeth. Naja, alles können wir Ihnen natürlich nicht zeigen, müssen Sie verstehen. Jedenfalls nicht für eine Mark. Ich kann trotzdem was gelernt, bis gleich. Sitzen zu bleiben und nicht hier vorne vorbeizulaufen. Vielen Dank. Maestro. Thank you.
Ihnen die neueste Erfindung aus den USA vorstellen. Die Traummaschine aller amerikanischen Frauen. Zum ersten Mal in Europa hier im Montel Wintergarten. The Dream Shaker. In Deutsch, der Dream Shaker. Mit dieser Maschine kann ich 7 Sekunden schnell jede x-beliebige Frau verhandeln. Zum Beispiel Cindy Crawford, Kim Basinger, Demi Moore, Madonna, Inga Meisel, Michael Jackson. Sehr mit gemacht. Niemand, sie scheinen alle sehr mit sich zufrieden zu sein. Ja. Aber ich habe dir schon mal vorausgesehen, wie vorher. Alle schauen krampfhaft in die andere Richtung, Mütter nehmen ihre Kinder auf den Schoß. Steht keiner. Aber, überrascht? Ja, einfach zu mir. Sie dürfen alle passieren. Hallo, Freund. Hallo, Freund. Was dagegen, wenn ich die Freundin ein bisschen verändere? Ach nee, die können Sie ruhig noch mitnehmen. Da haben Sie ja ein schönes Teil ausgesucht. Ich finde es ja ganz nett so. Aber jetzt will ich hier. Kommen Sie, gehen mal raus. Joanna, und wer möchten Sie sein? Pamela Anderson. Da war ich jetzt wirklich nicht aufgefasst. Meinen Sie, die kriegen wir hier rein? Ich versuch's mal. Ja, Pamela Anderson finde ich ja noch ganz okay. Gestern wollte jemand Liter Süßbrot sein. Da steht er, der Drinkshaker. It's not a trick. Sony. Sie lachen, glauben Sie mir, es funktioniert wirklich. Ich habe da selbst schon dran gesessen. Ich war vorher Körperfehlt. Das war die Schiff am Kiesgänge. Da müssen Sie rein. Lassen Sie mal ein bisschen Mut zu. Es ist absolut schmerzfrei. Für mich. Wir schließen den Dream Shaker. Was war das? Ihre Hand, ja, können Sie mitnehmen, meine Hand ist nicht okay. So, die Maschine ist in Betrieb. Gestern ist der Malö mit passiert, da kam die Hella von Sinn da raus. Schaut mal nach. Ups. Komm, alle der Hund ab. Leben Sie Ihre Freundin? Aber Gott sei Dank, da bin ich ja bereut. Okay, ist sie. Joanna! Also, Sie müssen die Sache positiv sehen. Wenigstens hört sie noch. Nach Ihrem Vorschlag, ihr ladet jetzt auf eine Dose Schappi ein, nach der Show bekommen Sie unversetzt zurück, okay? Schappi. Joanna, kommt noch einen Anschluss weg. Komm. Joanna, alle ja? Wir machen weiter mit Zoe aus Great Britain. Thank you.
Ist aber immer noch der rote Punkt.
Diejenigen, die schon öfter im Phantasialand waren, wissen, dass es hier ein Spukschloss gibt, in dem es wirklich spukt. Dieses Spukschloss ist vor kurzem renoviert worden und von den noch übrig gebliebenen brauchbaren Material haben wir dieses Geisterzimmer gebaut. Sie werden es nicht glauben, auch darin spukt es jetzt. Ich werde es Ihnen beweisen. Dazu brauche ich allerdings ein paar Freiwillige mit starken Nerven. Wer traut sich? Ich brauche da einen seriösen Herrn. Jetzt steht um. Also, die Toiletten sind hier lang. Aha. Dann durch, dann links. Ja, das wollte ich noch. Bin schon wieder da, er macht das für mich. Kommen Sie. So, einmal zu mir. Moment, ich brauche noch mehr. Wir brauchen noch eine Dame, die muss nicht unbedingt seriös sein. Ich wollte den Herrn nochmal anfassen hier, Moment. Ich dachte, er wäre schon kalt, da sitzt er blind tot. Hat er mich einmal probiert und er hat gegrinst. Sympathischer Mann. So, jetzt brauche ich noch eine Dame. Wie wäre es mit Ihnen? Einmal zu mir. Und kommen Sie mal zu mir. Meinen Sie Jakob ruhig mit? Hallo. Moment noch, das ist meine Show. Ja, nehmen Sie Jakob ruhig mit. Wer weiß, ob Sie nochmal wieder kommen. So, guten Tag, darf ich Ihren Namen erfahren? Schonne. Schonne, Josula. Haben Sie? Sie sind der? Olaf. Olaf. Und Sie sind der? Thomas. Macht nichts. Grüße zu meiner Freundin. Wir gehen mal da rein, observieren alles, ja? Kommen Sie bitte. Keine Falltüren, kein Spiegel, kein doppelter Boden, ein ganz normales Geisterhaus. Okay? Jawohl. Schüchlein. Wir gehen wieder runter. Olaf, Ladies first. Tölpel. So, wir stellen uns da unten auf. Hier haben wir einen Korb. Da sind die persönlichen Dinge der Geister. Sehr persönlich. Diesen Korb stellen wir in das Geisterzimmer, sodass die Geister sich heimlich fühlen. Sonst erscheinen sie nicht. Wir schließen die Wand. Und wenn Sie jetzt ganz still und leise sind, können Sie sogar die Stimmen der Geister hören. Aufgepasst. Wir nehmen die Wand ganz weg. Wir bringen das Tuch rein. In der Zwischenzeit bitte umlegen die Fesseln. Thomas, würden Sie ein Stück mehr trinken? Ja, der andere heißt Olaf. In der Zwischenzeit fesselt mich der Olivier. Gnädige Frau, Sie haben so ein Glitzern in den Augen. Kommt dir das bekannt vor? Das Fesseln? Thomas, alles okay?
Zum Skilaufen. Da drin sind zwei Jahreskarten fürs Phantasialand. Auch noch nächste Saison gültig bis zum heutigen Tag. Spaß gemacht bei uns. Wir machen noch einmal weiter mit der Phantasialand Dance Company.